Hallo und guten Morgen zusammen und herzlich willkommen bei der Thrive-Serie. Ich bin die Shelly Stevens von shellystevens.com und in dieser Serie geht es um Thriving in dein Business und Thriving in dein Leben als Solopreneur. Das heißt, dass dein Business aufblüht, aber auch, dass du aufblühst gemeinsam, dass es euch beide Seiten gut geht. Und in dem heutigen Video würde ich ganz gerne mit euch über Blue Ocean sprechen. Wir haben nämlich letzte Woche ein Event gehalten. Wir machen das zweimal im Jahr, ich zusammen mit Sandra Heim. Und zwar ist das ein Event für Kunden von uns, die im 1:1-Programm sind oder in Gruppenprogramme. Das sind für Partner und enge Freunde, für die Experten in meinem Team. Und wir haben letzte Woche am Donnerstag und Freitag über das Thema Blue Ocean Mindset und Blue Ocean Marketing gesprochen. Und heute, beziehungsweise diese Woche, möchte ich das Thema Blue Ocean Marketing aufgreifen und euch erzählen, worum es hier geht. Und was ich dabei tue, ist, ich nehme eine Stunde, die wir am Freitag hatten in der Früh, und ich breche das herunter in drei einzelne Lektionen für diese Woche. Denn letzte Woche wollte ich zwei Live-Videos machen. Es ist mir allerdings nicht gelungen, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mir vorgenommen, das beim Live-Event zu machen. Und ich war dann doch irgendwie total präsent bei den Teilnehmern, bei Sandra, bei Alyssa und den anderen. Und es ist mir völlig abhanden gekommen, ein Live-Video zu drehen. Deswegen kommen wir heute und diese Woche in den Genuss von drei Teilen. So, lass uns einfach beginnen. Was ist denn ein Red Ocean? Ist vielleicht deine erste Frage oder vielleicht auch nicht. Die meisten, die von Blue Ocean was gehört haben, haben ge gehört, dass es eine Red Ocean gibt und eine blaues Meer, ein blauer Ozean. Und ich habe gedacht, ich beginne mit dem roten Ozean, sodass ihr wisst, wo die Abgrenzung überhaupt stattfindet. Und ich habe so ein super kluges Diagramm gemacht. Und zwar hier ist Red Ocean. Das ist dein Markt. Und stell dir Folgendes vor. Stell dir vor, dein Markt besteht aus einer Zielgruppe von genau 100 Menschen. Das sind Menschen, die in Frage kommen für deine Produkte und deine Dienstleistungen oder was auch immer du auf dem Markt anbietest. Und stell dir vor, du bist als, keine Ahnung, als Pionier in den Markt gekommen und am Anfang warst du ganz alleine drin und du hattest die Chance, 100 mögliche Personen anzusprechen mit deinem Marketing, mit deiner Sichtbarkeit, mit all dem, was du auf dem Markt gemacht hast, um deine Expertisenstatus unter Beweis zu stellen, um deine Kunden anzuziehen und so weiter. Und in diesem Red Ocean warst du ganz glücklich, weil da waren keine Wettbewerber auf dem Markt. Jetzt stell dir folgendes Szenario vor. Es kommt ein zweiter Mitbewerber auf den Markt und ihr teilt euch zu zweit jetzt diese Chance auf die 100 Leute. Dann kommt ein drittes Wettbewerber auf den Markt und dann teilt ihr die Chance auf diese Zielgruppe. Und eine vierte Person kommt auf den Markt und eine fünfte. Und schau mal her, bald, wenn 10 Leute auf dem Markt sind, habt ihr vielleicht statistisch gesehen eine Chance jeweils auf 10 Kunden. Das heißt, Red Ocean ist bezeichnet von einem immer, also erwachsende Anzahl von Wettbewerbern und weil mehr Wettbewerber auf den Markt kommen, eine Reduzierung von der Chance, die man hat, die Zielgruppe anzusprechen, die man haben möchte. Das heißt, Red Ocean wird quasi als eng gesehen. Es wird immer enger und enger und enger. Und was Red Ocean auch auszeichnet, ist die Idee, dass man dort, wenn die Wettbewerber auf den Markt kommen, und vielleicht bist du jemand, der sogar später in den Markt gekommen ist, tatsächlich, wo es schon übersät war mit anderen Wettbewerbern, dann gibt es Dinge, die du tun kannst, um trotzdem deine Chance zu erhöhen, trotzdem, dass es viele Wettbewerber gibt auf dem Markt. Hallo alle zusammen, guten Morgen. Lass mich wissen, dass du dort bist. Schreib mir in den Kommentarbereich. Ich sehe einige Thumbs-ups und ein paar Herzis, aber das geht so schnell vorüber, dass ich euch nicht individuell begrüßen kann. Und das würde ich gerne tun. Also schreib mir jetzt gleich in der Questions Box.
Ja, Red Ocean. Red Ocean ist bezeichnet, ist es deswegen rot oder rot benannt, weil es geht in Anführungszeichen nach der Marketinglehre um einen blutigen Kampf, oder? Das kannst du dir vorstellen. Man ist wie Sand am Meer und möchte auffallen am Markt. Also geht man also aggressiver mit dem Versuch, Kunden zu gewinnen vor. Okay, macht das Sinn? Das ist die Silvia. Ich habe gerade ihr Gesicht in dem Herzchen gesehen. Also Silvia übersieht man nicht wegen ihren wunderschönen roten Mähne, die sie da hat. So, was haben wir letzte Woche besprochen? Auf den Kunden erwähnt, was man tun kann in einer roten Ocean, seine Chance zu erhöhen. Naja, es gibt vieles, was man machen kann und auch tut in einem roten Ozean. Aber hier sind so die häufigsten Sachen, die der Teilnehmer am Event aufgefallen sind. Eine Sache ist, dass sie, hallo Silvia, hallo Susanne, schön euch zu sehen auch, dass sie noch nischiger werden. Also, dass sie sagen, quasi von all dieser 100 Leute werde ich mir einen Subsegment aussuchen, die ich mit einem speziellen Thema, mit einer speziellen Ansprache angehe und ich decke damit ihre speziellen Bedürfnisse ab. Also, ich kann noch nischiger werden. Spürt ihr? Red Ocean ist meistens ein bisschen enger. Oder es gibt die Strategie, dass man sagt, ich kann meine Preise senken. Kennt ihr das? In Deutschland gibt es deswegen in Europa im Vergleich das günstigste Lebensmittel deswegen, weil es einfach so viele Supermärkte in Deutschland gibt, die einen hohen Konkurrenzkampf gegeneinander anfechten. Also ob es Edeka und Rewe und Lidl und was gibt es sonst noch für Supermärkte? Tegut und hilf mir, ihr wisst, was ich meine. Also es gibt so viele Supermarktketten und die gehen deswegen in einen Preiskampf gegeneinander an. Okay, das ist dann eine Preissenkungsstrategie und derjenige mit den günstigen Preisen zieht vielleicht noch mehr Kunden an. Man kann aber auch sagen, ich gehe in die gegenteilige Richtung in meinem Red Ocean, um da zu bestehen. Und zwar, ich beginne mich Premium zu positionieren. Also das sind Leute, die sagen, ich möchte nicht mit diesem Preiskampf was zu tun haben und meine Preise billiger machen und noch mehr Leute müsste ich erreichen, wenn meine Preise niedriger sind, sondern ich möchte eine kleine Anzahl von Leuten erreichen, die Premium-Seller sind. Und ich richte mich mit einem höheren Preis in den Markt. Was noch? Das habt ihr vielleicht gesehen in eurem Umfeld, aber auch vielleicht da draußen im Allgemeinen, also bei den großen Marken. Wie schafft es, dass ein Adidas oder ein Puma die Leute dazu bewegt, ihre Schuhe zu kaufen oder ihre Mode? Also indem sie Marketing anstellen, sie erhöhen vielleicht ihre Werbebudgets, sie machen noch mehr Sponsoring bei den Sportsteams, sie schalten hier noch am POS, Point of Sale, sagt man im Marketingbereich. Auffälligere Aktionen. Sie machen Marktforschungsstudien, um zu schauen, wie die Marke wahrgenommen wird. Und sie setzen mit ihrem Marketing hier und dort an, um die Emotionalität ihres Produktes zu erhöhen oder die Bekanntheit ihrer Marke zu forcieren. Das heißt, sie tun viel Werbung oder Marketingaktivitäten, egal ob aggressiver, lauter oder schlauer in verschiedenster Marketingzweige aufgeteilt. Sie tun einfach viel, um aufzufallen. Und was die Teilnehmer vom Event festgestellt haben letzte Woche, ist, dass was passiert mit den kleinen Anbietern mit der Zeit? Naja, in einem roten Meer, wenn die großen Player beginnen, ihre Werbebudgets aufzufahren und diese richtig einzusetzen, die verdrängen das Wettbewerb natürlich und die kleinen Anbieter verschwinden vom Markt. Das gibt es in vielerlei Branchen, zum Beispiel in Amerika beim Thema Kaffee. Als Starbucks bekommt erstmal mit Blue Ocean Strategy auf den Markt gegangen ist und dann die Mainstream erreicht hat, sind ganz viele andere kleinere Diners einfach nicht mehr interessant gewesen. Die sind einfach vom Markt gedrängt worden. Alle gehen zu Starbucks. Hi Dirk, schön, dass du dort bist. Also schön, dass du hier bist heute. Was gibt's noch? Es gibt natürlich auch im Red Ocean, wenn du den hart umkämpften Kunden angehen willst, manchmal die Strategie, dass du sagst, okay, ich mache meinen Wettbewerber schlecht. Vielleicht hast du das gesehen, gerade im Coaching-Trainingsmarkt, dass die Leute sagen, okay,
Hier ist der Trend im Markt. Der Art von Anbieter ist nicht gut. Das, was er oder sie lehrt, ist nicht richtig. Das, was ich lehre, ist richtig. Oder zum Beispiel in einem Wahlkampf. Man hat es gesehen, überall, wer auch immer einen Wahlkampf beobachtet hat, man beginnt, weil die Anzahl von Wählern, die einem zur Verfügung stehen, sind ein roter Ozean. Ist es begrenzt? Da gibt es nur eine gewisse Anzahl von Wählern und man geht teilweise gegen die anderen Politiker, die mit einem im Rennen sind, um seine Chance zu erhöhen. Okay? Das sind Red Ocean Strategien. Und vielleicht sind das diejenigen Strategien, die ihr begegnet seid auf dem Markt. Weil was ich mitbekommen habe auf dem Markt, ist, dass viele Marketingstrategien lehren, die zur Erzwingung des roten Ozeans, dass sie damit zu tun haben. Und vor allem in unserem Coaching und Training im Beraterbereich gehen wir häufig mit dieser Nische vor. Das ist wirklich so eine der häufigsten Strategien, die man kennt. Also gehen in eine Nische sehr eng vor und deswegen gibt es überhaupt diese Aussage, positioniere dich einen Zentimeter breit und einen Kilometer tief, ja? Um einfach diesen Effekt zu erzeugen. Okay, ist das verständlich? Gib mir ein Zeichen, ein Daumen, ein Herzchen, whatever. Und dann gehen wir in Richtung Blue Ocean und schauen wir das an. So, warum könnte es interessant sein, anstatt im roten Meer, im blutigen, hart umkämpften Meer zu schwimmen, eigentlich einen ganz neuen Ozean zu kreieren, in einem sauberen Gewässer, in einem blauen Wasser zu schwimmen. Hört sich das nicht fantastisch an? Es hört sich für mich auf jeden Fall fantastisch an. Ich liebe diese Idee des blauen Meeres. Und wir gucken uns das von einer Seite an. Das ist nur eine Seite. Das ist einen Ausschnitt von dem Event, was wir in einer Stunde gemacht haben, die ich in drei Videos in dieser Woche anschaue. Und zwar, Blue Ocean sagt, hey, warum hier herumtoben mit den anderen? Was ist, wenn wir einfach einen vollkommen neuen Markt kreieren? Neue Endverbraucher, die wir ansprechen können. Und damit machen wir unsere Wettbewerber völlig irrelevant. Also die werden für uns keine Bedeutung mehr haben. Und das sieht denn so aus. Blue Ocean ist ein bisschen anders als das Rote Meer. Hier ist ein Markt, wieder bezeichnet von den 100 Leuten zum Beispiel, die drin sind. Und dann habe ich einige Ringe, die hier nach außen gehen. Level 1, Level 2 und Level 3. Ebene 1, Ebene 2, Ebene 3. Und heute in diesem Video möchte ich lediglich über diese dritte Ebene sprechen. Ich weiß nicht warum. Normalerweise würde man logischerweise von innen nach außen gehen, aber ich will von außen nach innen gehen. Ich mache meinen eigenen Blue Ocean heute. Und zwar, diese Ringe hier draußen sind diejenigen Personen, die bisher gar nicht in Frage gekommen sind in der Zielgruppe. Sie zählen nicht zur Zielgruppe. Sie wurden nicht in Erwägung gezogen, du hast es dahingeschaut oder gar nicht. Aber das wären Personen, wo du sagst, nee, eigentlich gehören sie gar nicht zu meiner Zielgruppe. Warum soll ich denen was verkaufen? Irgendwie, sie sind nicht auf meinem Radar. Das sind die Leute hier auf Level 3. Auf Ebene 2 haben wir die Personen, sie haben ein sogenanntes Opt-out gemacht. Sie haben gesagt, nein, danke, ich bin nicht dabei. Zum Beispiel in dem nächsten Video werde ich über Galloway sprechen und die Sportart Golf. Und das wären Leute, die gesagt haben, nein, ich spiele Tennis, aber nicht Golf. Golf kommt nicht für mich in Frage. Man könnte allerdings die Leute, die Opt-out gemacht haben, trotzdem noch ansprechen. Und hier in Ebene 1 geht es um diejenigen Menschen, die haben einen Fuß in Richtung Opt-out und einen Fuß in Richtung, ich bin doch dabei. Das sind Leute, die vielleicht interessant finden, was im Roten Meer stattfindet. Die Attraktivität der Dienstleistungen und Produkte ist sehr wohl gegeben für sie, aber irgendeine Kriterie stimmt nicht für sie und sie wollen deswegen nicht vollkommen eintauchen in das Rote Meer. Und sie sind kurz davor, eigentlich auszusteigen. Vielleicht hat es bei ihnen mit einem ethischen Gefühl zu tun und sie sind nicht sicher, ob sie da sein möchten. Und die Leute kann man auch ansprechen, mit reinziehen oder sein Blue Ocean kreieren aus diesen Personen. Okay, beginnen wir mit Level 3. Was machen wir mit diesen Personen, die gar nicht auf unserem Radar sind, für den Verkauf von unseren Produkten und Dienstleistungen?
Und ein Beispiel, was ich letzte Woche gebracht habe in dieser Stunde bei dem Event, war das Produkt Insulin. Vielleicht hast du noch gar nicht darüber nachgedacht, über Insulin als Produkt, aber es ist eins. Es gibt zunehmend, je älter wir werden in unserer westlichen Gesellschaft, auch immer mehr Leute, die Diabetes entwickeln, aus altersbedingten Gründen. Sie nehmen zu, sie haben ein nicht so gutes guten Lifestyle. Und der Markt für Insulin ist gestiegen mit der Zeit. Allerdings kamen immer mehr Wettbewerber auf den Markt. Wer war die Zielgruppe im Roten Meer von den Ärzten, von den Insulinanbietern? Das waren die Ärzte. Die Ärzte waren die Influencer, also diejenigen, die Einfluss genommen haben auf die Patienten, die Insulin gebraucht haben. Und jetzt reden wir natürlich von denjenigen Leuten, die täglich Insulin spritzen müssen, um ihr Diabetes in den Griff zu bekommen. Und man hat als Endverbraucher oder als Patient lediglich sein Insulin beziehen können von Ärzten. Es gab nirgendwo sonst auf dem Markt zu kaufen. Und Insulin war ein relativ lukratives Geschäft und da sind immer mehr Anbieter auf den Markt gekommen. Und sie haben versucht, im Roten Meer, während das Wettbewerb gestiegen ist, immer wieder Dinge zu tun mit ihrem Insulin, dass es für die Ärzte attraktiver gemacht hat. Zum Beispiel, sie haben erstmal begonnen, an dem Preis zu drehen, aber das konnte man nur bedingt machen, weil Insulin ist etwas teurer in der Herstellung. Und dann haben sie gemerkt, was wichtig ist für die Ärzte, ist die Reinheit von dem Produkt. Also haben sie immer raffiniertere chemische Prozesse angestellt, um ihr Insulin purer zu machen, reiner zu machen. Okay? So, die ersten, die damit begonnen haben, haben natürlich gepunktet und konnten einen Teil von dem Roten Meer-Markt für sich wieder zurückerobern. Aber irgendwann mit der Zeit haben alle wissenschaftlich-technologisch aufgeholt und die Reinheit war einfach an dem Punkt angekommen, dass es nicht noch reiner werden konnte. Das heißt, es gab kaum mehr Möglichkeiten, wo man in diesem Roten Meer überhaupt ja, Segmente abgreifen konnte oder irgendwie den Vorteil für sich entziehen konnte. Und da kam sie oder kam eine Firma, nämlich Novo aus dem skandinavischen Bereich, auf die Idee, okay, was ist, wenn wir den Endverbraucher direkt ansprechen mit neuen Produkten? Und dann haben sie das angeschaut. Also das wäre diese dritte Ebene. Das wäre eine Zielgruppe, die gar nicht als Käufer in Frage gekommen sind, weil man immer Usus über die Ärzte gegangen sind, über die Influencer. Novo hat ein bisschen anders gedacht und gesagt, wie können wir da ein Blue Ocean machen? Und was sie festgestellt haben, als sie begonnen haben, mit den Endverbrauchern zu sprechen, ist, dass diese ein Problem hatten. Sie haben ihre Spritze und ihr Material von dem Arzt geholt und haben sich stigmatisiert gefühlt. Sie konnten einfach nicht über den Tag in die Öffentlichkeit gehen, weil entweder, wenn sie ihr Insulin gespritzt haben, haben sie wie ein Drogenabhängiger gewirkt oder sie haben einen kranken Eindruck gemacht und sie wollten eigentlich einen gesunden Eindruck machen. Sie wollten wie alle anderen aussehen. Und das hat dazu geführt, dass sie zunehmend zu Hause geblieben sind, um ihr Insulin zu spritzen. Und Novo hat überlegt, was könnten wir kreieren, um dass sie sich wohlfühlen in der Gesellschaft, dass sie leicht herausgehen können und trotzdem ihrer Krankheit gerecht werden können. Und so ist dieses Novo Pen entstanden. Und wenn du jemanden in der Familie, im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis hast, die vielleicht Diabetes hat, egal ob Diabetes 1 oder 2, vielleicht hast du gesehen, wie sie einfach mal ihr Pen ausziehen, ihr Blut kurz checken, und sehr individuell für sich und die Tageszeit und ihren Insulinlevel richtig gut dosieren können. Und das mit einem Teil, was überhaupt kaum auffällt und wo sie vielleicht sich kurz zurückziehen können, um das zu machen. Und Novo hat natürlich in diesem blauen Ozean einen völlig neuen Markt kreiert, den sie heute noch dominieren. Und das wäre ein Beispiel, wie man seine Zielgruppe erweitert für eine Gruppe, die sonst nicht auf dem Radar gewesen sind. So, bevor ich mit dem heutigen Video abschließe, möchte ich das als Beispiel nehmen in dem Coaching- und Trainingsbereich, und zwar anhand von meiner Mentorin Fabienne Fredrickson.
Und dieses Beispiel habe ich letzte Woche auch im Training gebracht. Und zwar, ich war 3 Jahre bei Fabienne und eine Sache hat sie dort über die Zeit gesehen. Und jetzt ist es ein umgekehrter Fall von Novo. Und zwar, Fabienne hat mit ihrem Marketing direkt Solopreneure angesprochen und Kleinunternehmen. Sie hat quasi die Endverbraucher-Zielgruppe im Visier und sie hat irgendwann mal gecheckt, hey, Moment, das sind Influencer, die haben wir gar nicht bisher berücksichtigt. Und zwar sind ihre Mentoring-Programme in eine Preiskategorie von ab 10.000 Dollar und jedes Jahr, wo man voranschreitet in ihre Programme, werden sie teurer, also 15.000, 20.000, sogar 50.000 Euro für ihre Programme, die ihre jahrelangen Programme. Und sie hat gecheckt in den Verkaufsgesprächen mit ihrem Team, dass häufig die Person, die gerne an ihrem Programm teilnehmen möchte, sagte, okay, ich glaube, ich muss es zuerst mit meinem Partner prüfen. Also wir entscheiden über größere Ausgaben, das ist quasi in der Höhe so eines gebrauchten Kleinwagens, wenn man so will. Wir stimmen uns immer ab. Ich kann diese Entscheidung ohne meinen Partner nicht treffen. Und anstatt zu denken, dass das eine Ausrede ist oder eine Geldgeschichte, hat Fabian das gesehen als eine gerechtfertigte Aussage, was ich auch so sehe. Ich würde auch niemals 10.000 Dollar ausgeben, ohne dass ich das mit meinem Mann vorher abgestimmt habe und gecheckt habe. Haben wir das Budget? Passt es zu dem finanziellen Plan, den wir haben? Können wir Geld locker machen? Oder geht es dir auch so? Also mir auf jeden Fall. Und Fabienne hat bei sich geschaut und auch mit ihrem Mann geguckt und gesagt, ja, das stimmt, bei sich ist es auch der Fall, dass sie sich mit ihrem Mann abstimmen möchte. Und deswegen haben sie begonnen, diese Zielgruppe der Influencer mit auf ihr Radar zu nehmen. Und was ist daraus entstanden? Ja, sie haben begonnen, dass der Mann von Fabienne, der Derek, dass er vermehrt aufgetreten ist in Marketingvideos. Und sie haben eigenes Marketingmaterial und Videos nur für Ehemänner und Ehefrauen entwickelt, die sie als Partner anschauen können, um sich zu vergewissern über die pragmatische und funktionelle Komponenten von dem Programm. Weil die meisten Leute in Fabiens Programmen sind Frauen, also sind wirklich überwiegend Frauen und sie denken sehr emotional, sie gehen sehr intuitiv vor und sie entscheiden für ein Programm vielleicht aus dem Bauch heraus. Aber was machen die meisten Ehemänner? Sie wollen wissen, was sind die Komponenten in diesem Programm? Sie wollen die rationale Gründe wissen. Sie wollen sehen, was kommt für ein Gewinn am Ende raus? Was lernt man dort überhaupt? Und sie haben begonnen, mit Videos aufzuklären, diese rationale Begründungen für das Programm. Und als dritte Marketingaktivität haben sie gesagt, okay, wir verändern unser Produkt. Ab sofort dürfen all diejenigen, die in meine Programme kommen, auch noch ihr Ehepartner oder ihr Partner mitbringen generell. Okay, später haben sie das sogar zu Geschäftspartnern erweitert. Das heißt, noch eine weitere Blue Ocean Level 3 Geschichte, weil sie haben neue Leute mit auf den Markt genommen, nämlich Influencer aus dem eigenen Business. Und sie durften auch mit zu den Events kommen, für einen ganz kleinen Aufpreis, was minimal in was sagt man, in Relation zu dem Preis war. Okay, das heißt, Fabienne hat eine Zielgruppe erweitert von Ansprache, die es vorher nicht gegeben hat. Und dadurch hat sie ihren Markt eröffnet zu denjenigen, wo der Partner sonst dagegen gewesen wäre und die Person abgehalten hätte, nach vorne zu gehen, weil sie nicht informiert gewesen sind. Okay? So, ich stoppe hier an der Stelle. Wir sind sogar fast in Richtung 25. Fast 25 Minuten, das ist eine der längeren Videos, die ich gemacht habe, hier auf Facebook Live. Aber nochmal zur Einordnung, wir sind hier auf Level 3 von Blue Ocean. Und im nächsten Video in dieser Woche möchte ich über Level 2 sprechen. Also wenn das heutige Video dir gefallen hat, dann halte die Augen auf. Diese Woche wird es den nächsten Teil geben. Und ich freue mich sehr darüber, da über Ebene 2 zu sprechen.
Bis dahin eine blaue Woche für euch. Lasst es sacken. Schreib mir im Kommentarbereich, was du für dich gesehen hast, gelernt hast oder vielleicht sogar hast du einen Bereich gemerkt, hey, Moment, ich kann das in meinem Geschäft anwenden. Das würde mich natürlich sehr interessieren. Schreib mir eine Nachricht hier in den Kommentarbereich. Das hilft mir, um nicht mehr motiviert zu bleiben und Freude zu haben an diesen ganzen Live-Videos, sondern ich kann auch noch besser auf eure Kommentare und Fragen eingehen, wenn welche da sind. Also, bis demnächst und ja, wahrscheinlich morgen oder übermorgen sehen wir uns wieder. Ciao, ciao. Tschüss.